Schon sehr spät, ne? Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber bei mir war es so, ich habe mich richtig geärgert, dass er zu Ende war irgendwann. Das ist eigentlich das größte Kompliment, das man im Film machen kann, finde ich so. Ja, ja, das stimmt. Und, ja, wie sind Sie auf den Hannah Arendt-Stoff gekommen? Wie kam er zu Ihnen? Oh, er kam zu mir, ja, da haben Sie ganz recht. Also ich hätte mich nicht gewagt, den Gedanken zu haben, dass ich also einen Film über eine Philosophin machen kann. Aber ein alter Freund, und der mir auch schon bei anderen Filmen, der ursprünglich Redakteur beim WDR war, und Martin Wiebel, der auch das Buch, was draußen daraus steht, ne, das hat er auch also herausgegeben. Und ne, ich will jetzt keine Werbung für das Buch machen, nur aber erklären, wer er ist. Für 9,99 Euro gibt es das oben. Die Kasse hat extra noch auf. Also wenn Sie es signieren lassen wollen, müssen Sie es unbedingt direkt im Anschluss kaufen. Also er ist derjenige, der mir von Anfang an als Redakteur beim WDR geholfen hat. Dann ist er irgendwann weggegangen, weil er also krank war, und der mich aber immer noch weiter begleitet. Und der hat mir auch bei Rosenstraße geholfen, und nach der Premiere von Rosenstraße kam er an und sagt, so, und jetzt musst du einen Film über Hannah Arendt machen. Da habe ich gesagt, nee, also wirklich, wie kommst du darauf? Also wie kann man einen Film über eine Philosophin machen? Wie mache ich das? Eine Frau, die denkt, wie zeige ich das? Ja? Und ich habe ihn erstmal also von mir gewiesen sozusagen, und dann, aber das ist ja immer so, wenn man dann so eine Idee einen in den Kopf gesetzt wird, dann fängt die an zu wirken und wird irgendwie, entwickelt sie sich. Ja? Und so ging es mir bei Rosa Luxemburg auch bei einigen Filmen, die ich nicht von mir aus angegangen wäre, aber die dann also auf mich zugekommen sind und wo ich einfach plötzlich dachte, naja, also warum kommen die auf mich zu? Das muss ja irgendeine Bedeutung haben. Und bei Hannah Arendt habe ich dann meine Co-Autorin, Pam Kratz, haben Sie sicher gesehen, auf dem Abspann oder auch vorweg, weiß gar nicht, war mal vorweg genannt, und ich habe sie gefragt in New York, was hältst du denn davon? Dass, ja, und sie war sofort begeistert, ist sofort in die Archive und hat sich also, ja, und also war ich plötzlich wie so ein Sandwich von dem einen, der gedrängt hat, sie hat gedrängt, und dann habe ich irgendwie mitgemacht, ja, und dann, na gut, dann fing es an. Es hat 8 Jahre gedauert, bis wir den Film, also nicht nur, weil wir sehr lange überlegt haben, was können wir bringen, sollen wir ihr ganzes Leben, was, und dann, bis wir erst darauf kamen, diese 4 Jahre als Ausschnitt zu bringen. Ja. Sie hat so ein Leben gehabt, was in jedem Moment interessant gewesen wäre zu beschreiben. Ja. Und sich also dann auf diese 4 Eichmann-Jahre, da habe ich dann begriffen, dass das ist die Lösung, weil da hatte ich einen Gegner, da konnte ich jemand zeigen, der an dem sie sozusagen hindenkt, und man konnte mit ihr denken, was sie in ihm sah. Ja, weil sie ist ja hingekommen, hat gedacht, das ist ein Monster, und dann allmählich hat sie begriffen, dass das eigentlich ein ganz mittelmäßiger Mensch war und der eben nicht denken konnte, der nicht dumm war, aber nicht denken konnte. Und das mit ihr zu verfolgen als Zuschauer und die Möglichkeit zu haben, mit ihr zu denken und zum selben Ergebnis zu kommen, ja, das war für mich wichtig. Deswegen eben auch die richtigen Dokumentaraufnahmen, die uns Yad Vashem gegeben hat von Israel. Wir hatten israelische Co-Produktion, weil ich, natürlich hätte das ein Schauspieler machen können und sicherlich auch sehr gut, aber dann hätte der Zuschauer nur gesehen, wie gut dieser Schauspieler das macht. Er hätte immer gesagt, brillant, fantastisch, wie er das macht, und nicht die Mittelmäßigkeit dieses Mannes. Und ich wollte halt, dass man das mitbekommt, dass er sich auch nicht ausdrücken kann. Ja, also der kann ja keinen deutschen Satz sagen. Zu Ende bringen, grammatikalisch, ja. Und also für mich zum Beispiel ist der Moment, wo er gefragt wird, wenn alles anders gewesen wäre, nee, wie ist das noch, wäre es dann anders gekommen? Also ist der Deutsche, der ihn da fragt, der deutsche Richter, der plötzlich Deutsch mit ihm spricht. Und dann sagt er, ja, wenn das also die hierarchisch aufgebaut gewesen wäre, ja, dann hätte ich auch Mut gehabt, oder dann hätte ich Zivilcourage, genau, es ging um Zivilcourage, entschuldigen, ich habe den Film vor 2 Jahren gemacht, ich bin auch nicht mehr ganz firm.
wenn mehr Zivilcourage gewesen wäre, wäre dann anders gekommen. Und dann sagt er, ja, wenn die hierarchisch, macht auch noch so, ja, das mit dem hierarchisch aufgebaut. Also zu sagen, Zivilcourage und Hierarchie, das geht einfach nicht zusammen. Und wer das zusammenfügt, der kann einfach nicht denken. Also da ist für mich der Moment, wo er sich wirklich als Nichtdenkender entlarvt, ja. Wir möchten dieses Gespräch nicht alleine führen, deswegen wir ja, kommen eben, mit dem Mikrofon. Genau, ich bin schon wieder dabei, zu monologisieren. Der Kollege kommt mit dem Mikro, weil wir es aufzeichnen. Warte kurz, nee, wegen dem, wir zeichnen es auf. Und, aber diese Handbewegung, das Aufzeigen einer Hierarchie und dass das Ganze irgendwie eine Struktur hat, die sich wahrscheinlich verselbstständigt, mehr oder minder, wenn alle Zahnräder ineinander greifen. Ich finde, dass das ziemlich genau jede Gesellschaft widerspiegelt. Jede Gesellschaft. Jede Gesellschaft, aber nicht jede Gesellschaft bringt halt Juden um, ja? Ja, oder gut. Ich will das jetzt nicht zu weit tragen. Aber naja, nein, jede Gesellschaft ist hierarchisch aufgebaut. Aber zu sagen, Zivilcourage ist hierarchisch aufgebaut, das geht nur wirklich nicht zusammen, oder? Nee, das habe ich auch nicht gemeint. Aber ich habe gemeint, dass das vielleicht darauf hinweist, wieso sowas funktioniert. Ja, natürlich, das fängt unten an und, im Grunde gehabt, genau. Ja, und bis dahin muss man gehorchen und ab einem bestimmten gibt man's weiter. Level der Hierarchie gibt man die Order, ja. Worauf er sich ja auch immer beruft, dass er ja nur Befehle ausgeführt hat. Ja, da ist die nächste Frage. Ganz kurz aufs Mikro warten, bitte. Ich wollte zunächst mal sagen, Sie haben einen wunderschönen Film gedreht und die Philosophin, diese Hannah Arendt, war ganz bezaubernd in ihrer Lyrik und ihrer Verteidigung des Lebens. Denn es geht ja auch um das Faktum der Todesstrafe, ob man die überhaupt noch durchführt oder nicht. Und das Nächste, das ich dazu anmerken möchte, aber dass ich, also Eichmann hat man ja schon sehr viel gehört und von Eichmann gehört, dass er zum Prozess wegen der Ermordung der Juden im amerikanischen Gerichtshof saß, in der Anklage. Aber erstaunlicherweise habe ich für meine Person heute zum ersten Mal erfahren, dass er Jude war. Das finde ich ganz erstaunlich. Was? Eichmann also, Jude? Nein, also aus Ihrem Film hatte ich soweit verstanden, dass Eichmann Jude ist. Nein, wirklich nicht. Nein. Also ich hatte das jetzt so verstanden, dass er ein jüdischer Staatsbürger in einer Magistratsposition während des Faschismus in Deutschland war. Nein, Funktion. Das haben Sie missverstanden. Ja. Tut mir leid. Aber er ist doch durchaus als jüdischer Mensch vorstellig. Nein, er hat gesagt, er hätte, also wüsste, hat sich mit Juden beschäftigt und hat jüdische Geschichte studiert und so weiter. Also er wusste mehr über jüdische Geschichte und jüdische Religion auch als vielleicht viele andere, aber er war natürlich kein Jude. Also von der Staatsangehörigkeit ein deutscher Jude. Nein, kein Jude, kein ein Deutscher. Jude. Ja, das meine ich. Ich dachte jetzt verstanden zu haben, dass er Jude war und fand das ganz überraschend. Aber wieso haben Sie das verstanden? Kam das aus dem Film? Ja, aus der filmischen Darstellung der persönlichen Vorstellung des Angeklagten. Wir haben es ja aufklären können, glaube ich. Ja, der persönlichen Vorstellung des Angeklagten hatte sich mir dies so vermittelt, als dass er jüdischer Staatsbürger da ist direkt auf die nächste Frage. Geben Sie es administrative Funktion. Ja, wir können das später draußen noch weiterreden, aber das haben Sie wirklich, tut mir leid, haben Sie missverstanden. Also ich habe wirklich eine Frage, weil die Eingangsszene, die ist für mich rätselhaft, weil die hat sich für mich nicht aufgelöst, wer da gekidnappt wird. Ist doch klar, dass das der Eichmann ist. Der ist in Argentinien, hat er sich versteckt und die Mossad hat ihn aufgetrieben und gefunden und hat ihn, also so, ich habe das wirklich recherchiert, das ist absolut, der wohnte etwas außerhalb, der ist immer mit dem Bus nach Hause gekommen und dieser Lastwagen, den haben wir auch also auf Fotos in Archiven in Jerusalem gesehen und auch, dass er also
einer von den Mossad-Leuten hat dann irgendwann ein Interview gemacht und von denen, die ihn damals gekidnappt haben, und hat gesagt, er hat geschrien wie ein Tier, als wir ihn, ja, und das habe ich alles, und okay, das haben Sie okay, nicht verstanden, jetzt, dass das Eichmann ist? Nein, und zwar deswegen nicht, weil das ein schöner deutscher alter Bus war, und zwar ein Mercedes-Bus, der da auf uns zukam, und deswegen habe ich überhaupt nicht begriffen, dass das... Aber da stand keine deutsche Inschrift drauf. Na gut, ich habe nur den Mercedes-Stern gesehen. Ja. Ja, aber haben wir das ja... Ja, na gut, Frage. Also Argentinien hatten auch, Sie wissen, Mercedes-Benz verkauft in die ganze Welt. Beeindruckend fand ich genau bei der Szene die Musik. Die war ja so unglaublich heftig und die kommt ja auch nochmal wieder zum Tragen, wenn er die erste Aufnahme, wenn man ihn im Glaskasten sieht und wenn es beginnt. Dann wird diese Musik ja nochmal aufgegriffen und verdeutlicht nochmal dieses Grausame, was da jetzt passiert. Also mich hat der extrem ergriffen, der Film. Ich fand ihn in keinster Weise irgendwie auch nur weggehend von der Spannung, hat mich total gehalten. Mhm. Ich habe teilweise richtig Angst gekriegt. Mhm. Also auch wie der Axel Milberg da ich dachte, er hätte einen Schlaganfall oder sowas. Ja, der hatte, ne? War dem, ja auch. Also ne, es waren, dieses, ja. Das war so gruselig. Ja, also hat er gut gespielt. Das ja. Hat er wahnsinnig gespielt. Ja, 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 nein, aber ich meine, das hatte der wirklich und das die letzten 5 Jahre seines Lebens, also nach 5 Jahren ist er dann gestorben, hatte die Hannah Arendt immer Angst um ihn, ja, weil das kann natürlich, wenn sowas sich im Gehirn löst, das kann natürlich immer wieder passieren. Aber ich wollte Ihnen noch was zu dem Eingangsbild sagen, weil Sie nicht begriffen haben, weil das ein Mercedes-Benz war, dass das also Argentinien ist. Also ich hatte das so inszeniert, dass er also von, das ist am Anfang ist das Bild schwarz und dann kommt auf einmal nur diese beiden Augen dieses Lastwagens. Man weiß noch gar nicht, was es ist. Es sind aber wie zwei Augen und die kommen langsam auf uns zu. Also es ist für mich sozusagen, die Hannah Arendt spricht ja immer von den finsteren Zeiten. Diese finsteren Zeiten, ja, des Faschismus und überhaupt danach. Und da kommt aus dieser Vergangenheit, ja, aus diesem Fenster kommen diese Augen auf uns zu. Ja. Und dann, also nachdem ihm fällt die Taschenlampe da auf den Boden und dann sind wir bei ihr in der New Yorker Wohnung und sie zündet sich eine Zigarette an, also von Licht zu Licht. Und sie weiß ja noch gar nichts. Sie weiß ja noch gar nicht, dass er geht. Aber es ist schon so, als sind sie in irgendeiner Weise miteinander verbunden. Ja? Und das ist der Eingang des Films. Das ist ja bevor der Titel erscheint. Also das wollte ich, diese Verbindung, die bei ihr schon irgendwo im Kopf schon da ist, ja. Und dann legt sie sich hin und das ist ihre Denkhaltung, das hat auch die Mary McCarthy, ihre große amerikanische Freundin, beschrieben, wie sie, also wenn sie denkt, dass sie sich hinlegt und die Augen auf oder auch schließt, aber man merkt, sie denkt. Und da darf man sie auch nicht unterbrechen. Ja. Und das habe ich eben mehrmals in dem Film versucht zu zeigen. Ja, Sie haben es gerade gesagt, das wollte ich gerade darauf hinweisen, diese Szenen des Verinnerlichtseins, wo sie nachdenkt oder fühlt, das ist ganz faszinierend im Film und man kann ja als Betrachter oft gar nicht wissen, was geht jetzt im Kopf vor, fängt sie an sich zu zweifeln oder bleibt sie bei ihrer Meinung, das ist das Spannende an dem Film dann und natürlich von der Zeit her gesehen, es wird ja unheimlich viel geraucht in dem Film, das Rauchen hat anscheinend die Symbolik auch in sich zu gehen. Was machen die Leute eigentlich heute? Bin ich begraben? Naja, also ich werde immer wieder angegriffen, dass ich sie zu viel rauchen lasse. Sie hat natürlich sehr viel geraucht. Sie hat viel mehr noch geraucht. Also ich habe den Film in Israel vorgeführt in einem Festival und da kam plötzlich ein Neffe auf mich zu, der sagte, ich bin der Neffe von ihr. Ich wusste gar nicht, dass sie Neffen hatte. Ich kannte 2 Nichten, aber dass sie Neffen hatte, gut. Das war die absolute Premiere in Israel. Und der hat sich dann in die erste Reihe gesetzt und nach dem Film hatte ich natürlich groß
große Angst, dass er mir sagt, sie war ja ganz anders und sie haben das völlig falsch gesehen und so weiter. Und ich habe ihn dann gefragt, naja, was sagen Sie denn jetzt so zum Film? Und das Erste, was er sagt, sie hat ja noch viel mehr geraucht als in ihrem Film. Das war seine einzige Bemerkung zu ihr. Ja. Und da ich wusste, dass sie so viel geraucht hat, also so viel, wie er jetzt sagt, wusste ich auch nicht, aber man sieht sie ja überall, in jedem Bild und so, und das haben ja auch alle bestätigt, die ich noch getroffen habe, die sie gekannt haben. Deswegen hat sie mir eigentlich geholfen, die Möglichkeit gegeben, dass ich dieses echte Schwarz-Weiß-Material habe einschneiden können von Eichmann. Weil wenn sie wirklich nur im Courtroom gesessen hätte und hätte ich das nicht machen können, also da hätte dann hätte ich nicht auf Schwarz-Weiß gehen können, der Eichmann in seinem Glaskasten Schwarz-Weiß und sie in Farbe, das wäre irgendwie nicht gegangen. Aber im Presseraum, der wirklich eine Etage unter dem Courtroom, wo der Prozess ablief, war, wo wir auch Fotos gesehen haben. Also wir haben den genau nachgebaut. Und da waren an allen vier Wänden waren diese Monitore, wo man den Prozess verfolgen konnte. Und ich habe mir gesagt, naja, die hat so viel geraucht, im Courtroom konnte sie nicht rauchen. Also hat sie mehr da gesessen und hat es von da verfolgt. Und genau so war es. Das hat mir dann der Neffe bestätigt. Sagte, deswegen ist sie ja auch immer im Presseraum gewesen. Das habe ich mir zurechtgelegt, weil ich also diese Möglichkeit haben wollte, die echten Dokumentaraufnahmen ein. Und dann hat sich das als Beweis, das fand ich wunderbar, dass man manchmal Dinge macht und im Nachhinein stellen sie sich raus, dass das genau so war. Nicht nur, dass der Film und viele Szenen mich ganz tief beeindruckt haben, sondern was ich an dem Film eigentlich bewundere, ist, dass es gelingt, diesen historischen Bogen von der Entstehung des Nationalsozialismus bis zu seiner Endlösung, die er für die Juden und für viele andere Gegner des Regimes, auch viele Deutsche, vorgesehen hat, dass dieser historische Bogen plötzlich klar wird. Und das ist meines Erachtens das Wichtige. Es geht nicht um einzelne Menschen, sondern es geht darum, dass die Historie dieses gigantischen Ereignisses nicht vergessen wird. Mhm. Mhm. Ja, direkt die nächste Frage. Ich habe diesen Film hier schon in Frankfurt im Kino gesehen und bin dann, als ich aus dem Kino rausging, hinter zwei Frauen hergelaufen, das waren wohl Jüdinnen, die sagten, sie verstehen diese Schlussfolgerung von der Hannah Arendt nicht. Deswegen meine Frage, wie ist dieser Film in Israel aufgenommen worden? In Israel gut, aber da gibt es eine Erklärung vielleicht dafür, weil ihr Buch, also Eichmann in Jerusalem, Banalität des Bösen, erst 2002 dort erschienen ist. Also das, was im Film schon angedeutet wird, dass der Israel nie veröffentlicht wird, das hat tatsächlich stattgefunden. Also die Generation, die erst 2002 das Buch dann lesen konnte, das war dann nicht mehr so präsent. Während in New York, da bin ich auch sehr angegriffen worden mit dem Film, da bin ich ja auch zur Premiere und zur Q&A und so weiter, da haben mich viele angegriffen, ja, weil sie sagten, das ist unmöglich, was sie da über die Judenräte und so sagt, aber da gibt es auch ein anderes Buch von Raul Hilberg, was schon vorher geschrieben wurde, was nicht so beachtet wurde, aber da steht das auch schon alles drin, ja. Sie hat es natürlich ein bisschen scharf ausgedrückt und manchmal war sie vielleicht auch ein bisschen arg ironisch, aber das ist halt ihre Art, das auch von sich wegzuschieben. Ich meine, ich habe die Lotte Köhler, ihre Freundin, die ja als Freundin und Sekretärin da von gezeigt Julia Jentsch wird, gespielt, die aber... Ja. Julia Jentsch spielt die, ne? Ja, die Julia Jentsch, die gab es noch, als ich anfing zu recherchieren und auch ihr letzter Assistent
Assistent und noch ihre erste Biografin, die auch Studentin bei ihr war, die habe ich alle noch getroffen und habe mich natürlich sehr auch durch diese ganz sehr nahe, ihr sehr nahe stehenden Personen sehr. Und die Lotte Köhler hat mir gesagt, natürlich war sie sehr betroffen von der ganzen Geschichte, aber gerade das konnte sie eben nicht zeigen oder durfte sie oder glaubte sie nicht zeigen zu können, wenn sie darüber schreibt. Ja, da muss sie das wegstellen und mit Abstand beschreiben und nicht sagen, ich bin auch so traurig, ich, ja. Also was man ja heute so gerne macht, dass man sich immer so selber mit einbringt. Ja, aber das war für sie unmöglich. An dieser Stelle möchte ich gerne einhaken, weil wir haben noch nicht über die wunderbare Barbara Sukowa gesprochen, ja, die Hannah Arendt hier spielt und den Deutschen Filmpreis auch dafür gewonnen hat, übrigens zum dritten Mal in einem ihrer Filme. War das von Anfang an klar? Nur Barbara Sukowa kann das spielen? Und wie hat sie darauf reagiert? Wie war die Arbeit zu Hannah Arendt? Naja, ich meine, die Barbara, wir haben ja jetzt das schon 7 Filme gemacht. Also das war unser 6. Film, den wir zusammen gemacht haben. Und ich wusste einfach, wenn ich sie nicht habe, dann kann ich den Film nicht machen. Und viele, also gerade so die Produktionsleute aus Deutschland, im Ausland hat mich niemand darauf hingewiesen, dass Barbara vielleicht nicht die richtige Person ist. Aber in Deutschland, ach, und schon wieder, warum denn, und es ist kontraproduktiv und da gibt es doch andere und so. Und ich habe gesagt, nein, für mich gibt es nur sie. Und wenn ich sie nicht haben kann, mache ich den Film nicht. Dadurch habe ich dann also diese Redakteure irgendwann überzeugt, weil ich gesagt habe, na gut, dann mache ich den Film nicht. Und dann haben sie also klein beigegeben und dann, als der Film rauskam, haben sie alle zu Füßen gelegen, ja. Aber warum können Sie einem Regisseur nicht vertrauen? Das ist manchmal wirklich, ach. Ich weiß schon, warum ich sie will. Ja. Wenn es sonst keine weiteren Fragen gibt, das wäre jetzt sonst die letzte Chance, sage ich, ja. Man muss nur lang genug warten. Mir ist noch was Eigenartiges aufgefallen. Es ging ja darum, dass die Hannah Arendt in ihrer Verteidigungsrede und auch generell wiederholt gesagt hat, der Eichmann konnte nicht denken. Mir ist aufgefallen, dass der Heidegger ja sehr gut denken konnte, ja, haben Sie einen guten Punkt, ja. Aber tatsächlich eben auch nicht fähig war, sich überhaupt gegen das System aufzulehnen, Zivilcourage zu zeigen gut, und so sehr weiter. Sehr gut. Ja, genau, das ist ein Punkt, weswegen ich auch den Heidegger mit reingebracht habe in den Film. Also nicht, um zu zeigen, dass er ihr Geliebter war oder so. Aber sie sagt ja zum Schluss, dass das Denken uns bewahren kann. Ja? Und da ist sie eben doch noch eine Utopistin. Weil, also ich meine, Eichmann konnte nicht denken. Sie kann denken. Aber der große Meister des Denkens, ja, der ist dazwischen und der genau ist auf die Nazis reingefallen. Also so einfach ist das auch nicht. Das wollte ich damit auch ausdrücken. Ja, ich bin zwar auf ihrer Seite, aber nicht da in dem Moment, muss ich auch sagen. Also gut, Heidegger hat es nicht begriffen. Und das war ihr großer Meister. Und wir danken Ihnen sehr, denn Sie zeigen uns die Geschichten hinter der Geschichte, die man sonst nicht so erfährt. Es ist ganz wunderbar. Vielen Dank für diesen tollen Film, wie die Carte Blanche. Schön, dass Sie heute hier waren. Margarete von Trotter. Kommen Sie gut nach Hause und gucken Sie viele Filme in der Carte Blanche.